So, der ist dabei. Everything. Weiter geht's. Ihr seht, wir sind nicht mehr die Affenbande auf großer grüner Fläche, in Fachkreisen auch Gras genannt. Das ist Schnee mittlerweile. So lange hat's gedauert. Ich habe gerade den Controller über eine Minute liegen lassen, bin kurz aus dem Raum gegangen, habe nicht Start gedrückt, weil ich mir dachte, chillt, laust euch, macht Dinge, die Affen eben so tun, am Arsch kratzen und am Finger riechen, so ein Scheiß halt. Ich komme zurück und bin verdammter Baum. Und ich wusste nicht wirklich, was abgeht. Das Spiel spielt sich irgendwann selber, weil sich denkt, okay, du bist mir echt zu langweilig. Ich rolle jetzt mal da lang, so wie hier zum Beispiel. Seht ihr oben in der Mitte, es gibt keine Anzeige, dass ich den Controller irgendwie bewege, weil ich ihn nicht bewege. Und vorhin dachte ich, das Spiel, ich wäre einfach mal gern einen Baum, so wie hier. Deswegen bin ich ein Baum gewesen, was mich verwirrt hat. Ein Baum ist dann doch was ganz anderes als ein Affe. Und ich kam zurück und war ein Baum und dachte mir, das ist ein seltsamer Affe. Was ist passiert? Habt ihr euch entwickelt? Was haben wir denn hier? I don't feel a whole lot like anything today. I'm sad, I suppose. I don't want to talk about it, though. Okay, von mir aus. Ich gehe. Erwarte nicht, dass ich nachfrage und immer wieder rüberschaue. Ja, was denn los? Red doch. Wenn du nicht willst, dann sag auch nicht, dass du nicht drüber reden willst, Mann. Das ist aber das Schlimmste. Ist okay, wenn du nicht drüber reden willst, aber dann merk nicht die ganze Zeit an, dass du nicht drüber reden willst. Was soll ich denn jetzt machen? Komm zu mir, wenn du drüber reden willst. Was hältst du davon? Life's ever-shrinking remainder isn't the only thing you need to be thinking about. Consider the fact that your mind is going to deteriorate before your body, affecting your judgment, coordination, memory. So hurry up. Dear Beta, not just because every second brings you closer to death, but because your mind and understanding may leave before you. Okay. Das ist eine sehr tiefe Note, die du gerade gespielt hast. Was zur Hölle? Übrigens, dein Gehirn stirbt vor deinem Körper. Du siehst dich selber sterben. Du kannst dich noch bewegen, aber du weißt nicht wirklich, was du damit anfangen sollst. Das sind gute Aussichten. Dankeschön. Ich bin, by the way, ein Baum. Im Moment. Hätte das auch gesagt, wenn ich ein Okapi gewesen wäre. Ja, die Aufgabe ist, wie gesagt, immer noch nach Hause zu finden oder der Platz unserer Geburt. Das erste Mal, als wir Everything gestartet haben, waren wir auf einem Planeten, wo wir in Okapi waren. Und wir haben ein paar komische goldene Dinger gesehen, die die ganze Zeit irgendwie rumstanden. Und ich habe mich schon mal gefragt, okay, was kann man damit machen? Das ist irgendwie, kann ich da reingehen? Kann ich drauf reiten oder was? Nein, nein, weder noch. Also ich kann reingehen, vielleicht. Ich weiß nicht, es ist ein goldenes Portal scheinbar, das wir jetzt finden müssen. Und ich weiß nicht wirklich, wie ich es finden soll. Wir sind weit gereist mittlerweile. Wir sind gut rumgekommen. Wir waren Pinguin, wir waren Flugzeug, wir waren eine sexuell sehr erregte Holzschubkarre. Und jetzt sind wir Douglas Fir, was irgendwie ein bisschen blaublütig klingt, aber wir sind echt einfach nur ein großer Baum. Lass mal nach oben gehen. Ascend. Ich weiß nicht, ob ich den genau gleichen Weg zurücknehmen muss oder ob ich einfach nur die Umstände dementsprechend nachbauen muss. Denn wir sind ja im Prinzip auf der anderen Seite rausgekommen irgendwann mal. Wir waren auf einem Eisplaneten auf jeden Fall. So viel steht fest. Bleib mal ganz kurz der andere Kontinent. Kann ich nicht. Was ist das da drüben? Was zur Hölle ist das da? Eiswürfel City. Oh, das ist ein Haufen Fische. Verdammt. Ich wollte kein Fisch sein. School of Salmon. Na gut, Green Continent. Ich glaube, es sind einfach nur tieffliegende Wolken. Verwirrend. Wir sind ja irgendwie immer größer geworden. Immer größer geworden. Dann auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Dimension rauskommen. Ich weiß es nicht so genau. Und ich gucke mal, ob ich einfach immer kleiner werden kann auf einem Eiskontinent, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Lass mal zu hören. Things that happen to us. I wonder if it's ever struck you. How curious a thing it is that most of the things that we experience we regard as things that happen to us, which we ourselves do not originate, which are events expressing some sort of power or activity that is external to ourselves. And if you consider that, you realize that what you mean by yourself is rather narrowly circumscribed. Even events that go on in our own bodies are put in the category of things that happen to us in the same way as things that go on in the world outside our skins. If there's a thunderstorm or an earthquake, well, it happens to you. You're not responsible for it. But so in the same way, when you have hiccups, you didn't plan on it. If you have belly rumbles,
You had no intention of doing it. And as to the catastrophic act of getting born, well, you had nothing to do with that. And you can spend all your life blaming your parents for putting you in the situation in which you find yourself. And this way of looking at the world in this sort of passive mood as something that happens to you goes right down to our general feeling about life. It goes down to the way in which we have been accustomed to look at human existence as a precarious event in a cosmos that, on the whole, is depicted as being completely unsympathetic and alien to our existence. Okay, mittlerweile sind wir ziemlich klein geworden, ihr habt es gesehen, vom Eisplaneten zum Eiskristall. Das ist kein so wirklich weiter Weg in dem Spiel. Wie gesagt, ich will einfach auf der anderen Seite rauskommen, mal gucken, ob es funktioniert. Was auch immer ich gerade bin. Fuchsbandwurm? Ich habe keine Ahnung, irgendwas Ekliges. Transparentes Haar, okay, das ist nicht so eklig, wie ich dachte. Argon. Warte mal, sind wir nicht als Argon gestartet? Wir haben es auf jeden Fall schon. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Weg, den wir gegangen sind. Streptobacilli, Mann. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich bin Bakterium. Und glücklich dazu. Das ist ein seltsames Leben. Der Ruf der Liebe, mein Freund. Der Ruf der Liebe. Mal schauen, was haben wir hier? Ja, ich kann es nicht lesen. Es ist scheiße hell, by the way. Scheiße hell. Nee, das waren wir auch noch nicht. Das ist nicht Argon. Nio! Was ist denn los, Mann? Hast du gemerkt, du hast nicht mal einen Spiegel, um zu gucken, was du bist? Oh, das war's. Keine weitere Info? Okay. Von mir aus. Ich nutze mein Leben als sehr kleiner Kiesel und, erforsche das, was ich nicht sehen kann. Schneepartikel. Okay, wo haben wir Argon? Das ist nicht Argon. Immer kleinerer Scheiß hier. Wow. Ist es das Ding, was man manchmal in der Netzhaut hat, dass das vorbeifliegt und dann ist es gleich wieder weg? Also ein bisschen aussieht wie ein Streptobacilli, aber das definitiv keiner ist. Das sollte man nicht im Auge haben, glaube ich. Ich weiß immer, wie die Dinger heißen. Flimmer. Shit. Sodium. Sodium. Wood Splinter. Waren wir auch schon. Schneepartikel. Ist Sodium größer als Argon? Oh, okay. Wir müssen auf die andere Seite. Jawohl, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich schon mal gesehen habe. Wenn ich auch nicht wirklich weiß. Kein Scheiß. Bin ich eine Sphere? Ich bin auf jeden Fall eine Sphere. Oder so. Spherized Structure. Oh shit. Da gibt's mehr davon. Dann lass mal schauen, ob wir irgendwas finden, das uns auf der anderen Seite rauskommen lässt. Wow. Wie gesagt, unter ihrem Sitz finden sie ein kleines Kästchen und eine Pfeife. Viel Spaß. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Okay, Sphere Structure oder wie auch immer. Oh, da gibt's was. Da gibt's was zu lesen und zu hören. Jupp. What? Bin ich zu weit entfernt? Oder ich habe absolut keinerlei Einschätzung, wie weit es entfernt ist. Ah, hier. Nightlight, 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 Nightlight. Okay, dankeschön für die Info. Nachtlicht, Drummer. Hat er langsam dunkeln. Es ist blöd, wenn du im Dunkeln geboren bist, im Dunkeln lebst und im Dunkeln sterben wirst, Alter. Komm mal damit klar. If you are reared with a 20th century or a, shall we say an early 20th century common sense, which is based on the philosophy of science of the 19th century, you regard yourself as an accident, a biological accident, in a stupid universe, which is
mechanical, but has no feelings. A vast, pointless gyration of radioactive rocks and gas in which you happen to occur. Of course, if you don't have that point of view and you are more traditional, you look upon yourself as a child of God. And therefore, under authority. In other words, there's a big boss on top of all this. And you better watch your P's and Q's, because that Almighty is looking after you. With the attitude of, this is going to hurt me more than it's going to hurt you. And when you look at the world in that image, or in the other image, that it's a stupid mechanism, either point of view you take, you don't really belong. You're not really part of all this. Or to put it in the strongest possible way, it is quite alien to our thought that the external world, which is defined as something that happens to you, and your body itself as something that you've got caught up with, ja, it is quite alien to consider all that as you yourself. Because you see, we have such a myopic view of what oneself is. Neutronenstern. Okay. Wann ist der richtige Weg, in Anführungszeichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ob wir uns hier in die richtige Richtung bauen. Da klingelt doch einer. Ich höre es doch genau. Aber es ist schön, dass er uns irgendwas übers Universum erzählt und über Gott. Wenn wir durch Space fliegen. So ein bisschen wie Space Knight. Auf keine Ahnung, wie der Sender heißt. Ich weiß nicht. Läuft nachts meistens, samstags. Ich schalte nur mit rüber und denke mir, oh shit, Space. Okay, das ist viel schwarz. Ein paar Punkte. Okay. Muss man weiterschalten. Okay, irgendwie gibt es hier nicht so viel mit dem Planetary System. Okay, lass mal da reingehen. Leute, ich glaube, wir kommen der Sache so langsam näher. Wenn es überhaupt die Möglichkeit ist, die wir nutzen können. Okay. Was ist das denn? Ist das kein grüner Planet? Huh. Das ist ein grüner Planet. Das ist, glaube ich, wirklich keiner. Was ist es? Na komm schon, das Spiel kann sich wieder mal nicht entscheiden. Ach, was sind wir eigentlich gerade? Alien-Planet. Oh shit, okay. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz auf einen Alien-Planet. Ich muss auf jeden Fall auf diesen Alien-Planet gehen und gucken, was hier so abgeht. Heilige Scheiße, das sieht noch nicht wirklich alienmäßig aus. Was bin ich denn gerade? Alien-Kontinent. What the fuck? Okay. Holeria. Ah, Holaria. Holeria finde ich besser. Geht besser von der Zunge. Schnalzt man wie die Peitsche von Simon Belmont. Mit den Hähnchen in den Wänden. Das ist... Was zur Hölle seid ihr? Bist du so ein Ding? Ich sehe es nicht. Wow. Ach du Scheiße. Jetzt wird's spacig. Könnt ihr mal kurz bumsen? Ich will nur sehen, wie es aussieht. Wisst ihr, die Aliens machen es auch nicht anders. Bakteriophage. Ach du heilige Scheiße. Ein kleines Bakterium. Das ist scheiße großer Käfer. Oder wir sind extrem klein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Alienplanet. Okay. Also ich merke schon,
merke schon, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Auch Dinge, die ich nicht wirklich erwartet habe. Na gut. Ein mittelgroßer Meteorit. Lass mal eine Alien-Palme sein. Die schütteln die Palme relativ gleich. Das kam jetzt falsch rüber, aber ihr wisst genau, was ich meine. Auch Aliens waren es gleich. In beider Hinsicht haben wir gesehen. Change your level of magnification. Magnification? Das ist ein Schreibfehler. Wie auch immer. Now, we come here to an extremely important principle. Which is the different points of view you get when you change your level of magnification. That is to say, you can look at something with a microscope and see it a certain way. You can look at it with a naked eye and see it in a certain way. You look at it with a telescope and you see it in another way. Now, which level of magnification is the correct one? Well, obviously, they're all correct. They're just different points of view. When we examine our bloodstreams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got it overly fascinated with our view of our own bloodstreams in a microscope, we should start taking sides. Ice planet. Which would be fatal. Because the health of our organism depends on the continuance of this battle. What is, in other words, conflict at one level of magnification is harmony at a higher level. Now, could it possibly be, therefore, that we, with all our problems, conflicts, neuroses, sicknesses, political outrages, wars, tortures, and everything that goes on in human life, are a state of conflict, which can be seen in a larger perspective as a situation of harmony. Okay. Wir waren von kleinen Moment ein Eisplanet. Ich bin jetzt mal nicht draufgegangen, weil ich immer noch mein Zuhause suche, meine Geburtsstätte. Und dann waren wir plötzlich in Ägypten. Das ist ein schnelles Boot. Das ist nicht die... Oder Tatooine? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Lass mal schauen. Nach oben gehen. Das war scheinbar kein Sandkontinent. Wir können jederzeit noch auf den Eisplaneten springen und uns dort dann irgendwann mal umschauen. Mich auf jeden Fall interessieren. Rock Continent. Da, wo der Metal am härtesten ist, Mann. Müssen wir irgendwann hingehen und Party machen? Ah, shit. Und hier wieder Kelp. Kleines Kelp. Oh nein. Lagerosiphon, Entschuldigung. Es kam gerade so rüber wie irgendwie. God damn it. Die Frau von dem Doktor, die Frau Doktor genannt werden will, aber eigentlich hat sie nichts dazu beigetragen. Wow, okay, dass ich mal als abstraktes Mini-Stone Edge enden würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh gut. Kann es irgendwie sein, dass wir ein ganz anderer Kontinent waren? Dolmen. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Was gab es denn für Kontinente? Container. Ah, Landform. Alien City, Green Ice, Rock Sand. Okay, die Auswahl ist nicht mehr so wirklich groß. Also muss es dann ja eigentlich doch ein Sandkontinent gewesen sein. Kann ich jetzt ein Sandkontinent werden? Ja, kann ich. Formless Form, Alter. Schau es dir an. Ich bin der kleinste Kontinent aller Zeiten. Digga, selbst der Vatikan ist größer. Ich weiß, der Vatikan ist kein Kontinent, bevor jetzt Leute ausrasten in den Kommentaren. Aber der Vatikan ist scheiße klein, da müsst ihr mir zustimmen. Okay, so funktioniert das nicht. Man kann also alles zu jeder Zeit werden. Ob es Sinn macht oder nicht, ist dann eher Nebensache. Springtime is here at last. I couldn't believe how long it was coming. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn da vorne los? You'll never be finished. Das ist ein Kompliment, oder? Das heißt, ich habe heftig Durchhaltevermögen. Niemand kann dich fertig machen, mein Sohn. Denk immer daran. Nur du selbst kannst aufgeben.
Okay, School of Sea Bass. Nee, dankeschön. Keine Sea Bass. Gibt es irgendwelche Tierchen, die ich sein kann, die ich kenne? Okay, das ist voll daneben gewesen. Ich wollte eigentlich kein Seegras sein. Diesmal nicht. Es gibt Momente, da denke ich mir so ein bisschen Seegras. Boah, jetzt Seegras sein wäre irgendwie schon angenehm, aber... Das ist nicht dieser Moment. City Continent? Green Continent? Wow, what? Wo ist denn der Sandkontinent, auf den ich gerade wollte eigentlich? Ja, genau der, neben dem ich war, wie auch immer. Okay, das ist alles heftig wüstenmäßig. Das bin ich komplett sandig. Hey, was alle seid ihr denn? Okay. Ganz ehrlich, ich sehe aus wie eine Palme mit Haarausfall. Kreisrunden Palmenhaarausfall. Wie sehe ich eigentlich aus? Nope. Palmetto Palm. Na dann, lass mal die größere Palmetto Palm sein. Und dann die... Ja, die ist größer. Okay. Gibt es auch andere größere Dinge vielleicht, in die ich übergehen kann, oder... Muss ich mich sehr, sehr langsam hocharbeiten. So, dann lass mal gucken. Gibt's auch so ein Steppenteil irgendwie? Wo jetzt nicht irgendwie Häuser rumstehen, denn das war definitiv kein Haus. Weit und breit zu sehen. Da, wo wir angefangen haben. Was gibt's denn hier zu erzählen? Was ist los, kleiner Stein? Moment, ich will eigentlich mit meinem kleinen Steinfreund reden. I've seen bigger rocks and smaller rocks. But I like being the size I am. I wouldn't mind a nice jacket, though. Events with intervals between them. And you can say, aha, at last I see, I got the point. I've seen how all this makes sense. But what this insight depended upon was your overcoming the illusion that space separates things. That is to say, the space, the interval between your body and mine. The interval created by birth at one end and death at the other. And then after somebody's death, then somebody else's birth. These are events with intervals between. And normally we regard these intervals in time and these intervals in space as having no importance, no function. We tend to see the universe itself as really consisting in all the stars and galaxies. That's what it is, that's what we notice. But the space in which all this happens is sort of written off as something that isn't really there. But what one has to realize is that the space is an essential function of the things in the space. After all, you can't have separate stars unless there is a space around them. Eliminate the space and you will see you couldn't have this phenomenon at all. And vice versa. You couldn't have the space. They wouldn't be there in any sense whatsoever if there weren't the bodies in it. So the bodies in the space and the space are two aspects of a single continuum. They're related together in exactly the same way as a back and a front. And you just don't get one without the other. Okay. Aber mal eine Wüstenstadt? Mit einem ganzen Haufen Brücken. Heilige Scheiße, wer baut sowas? Wer hat Zeit und Schatten, sowas zu bauen? Mitten in der Wüste. Okay. Da, fuck. Ich könnte ein Quad sein. Nee, lass mal. Ich bin eigentlich eine ganz glückliche Laterne. Aber auch nicht wirklich die Ecke, wo ich hin will. Also ich glaube, es wird relativ schwierig, unseren Weg wieder nach Hause zu finden. Wobei es mich echt interessieren würde, was mit den Dingern abgeht, mit den goldenen Portalen sozusagen. Also vielleicht gibt es eine einfachere Möglichkeit, in Anführungszeichen.
da noch irgendwas zu finden. Kelp? Nicht Kelp. Gibt es vielleicht einen sandigen Bereich im grünen Kontinent? Hier, wo ich bin, ist alles viel zu grün. Also mir ist es nicht viel zu grün. Ich finde es okay. Kommen die Schatten her. Gruselige Schatten, die sich hinter mir aufbauen. Wie gesagt, mir ist es nicht zu grün, aber es ist grüner als das, was wir am Anfang gesehen haben. Aber ich meine, wir können theoretisch ja nochmal versuchen, auf der anderen Seite irgendwie rauszukommen. Eine kleine Box. Yay! Die atmet? The fuck, was ist da drin? Und Steinblock. Okay. Na klar. Was auch sonst? Ich glaube, als Steinblock enden wir auch erstmal. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Ich habe meinen Weg nach Hause leider nicht gefunden. Ich werde trotzdem Ausschau halten nach dem Kontinent, auf dem wir gestartet sind. Und wir werden unsere Reise fortsetzen. Und warte mal, what the fuck? Sein Kontinent? Okay. War das zufällig die gleiche Landmasse oder ist auf allen irgendwie das gleiche? Ich weiß es nicht wirklich. Wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Freue dich auf eine neue spannende Folge Everything. Und ich gucke einfach mal, ob ich es finde. Ansonsten, wir haben noch Alien-Planeten, Eisplaneten, die wir uns anschauen können. Mit wahrscheinlich auch unterschiedlichen Kontinenten und abgefucktem Scheiß drauf, den wir auch unbedingt nochmal sehen müssen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es mir gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.